Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ich bin Mr. Nandos, der Let's Play Opa, der Entspannungsopa. Und wir sind auf dem Weg hier quer durch die Lüfte. Ich wollte schon eigentlich sagen, durch die Lande einigermaßen passt das, weil wir uns im Augenblick sehr dafür interessieren, was die Lande so zu bieten haben. Wie beispielsweise eine unbekannte Ruine, die weit weg ist. Moment. Sollte ich da tatsächlich was entdeckt haben? Nee, das ist hier so eine Farbgeschichte. Das können wir uns schenken. Hier ist aber noch eine Reliktruine, die wir noch nicht mitgenommen haben. Ob wir die Relikte noch brauchen, ist eine andere Frage. Aber ich nehme halt mit, was ich mitnehmen kann. Ne? Ja, die Sachen hier, die finden wir. Aber anderes nicht. Anderes, was wichtiger wäre, geht uns ein wenig abhanden. Oh, ich habe hier mit dem Auftanken vergessen weiterzumachen. Kann das sein? Sehr peinlich. Eine Siedlung. Nee. Naja. 7 Relikte gefunden. Immerhin. Ja gut, dann sorry. Was ist hier los? Da haben wir alles gefunden. Dann muss ich leider nochmal zurück. Bin so auf diese anderen Dinge da fixiert. Ja, auf die Wunder. Dass ich hier wichtige Sachen, die Wasser vollkommen vergesse. Das geht ja gar nicht. Ja, so, das geht auch nicht. Da sind wir erstmal ein bisschen schneller dabei. Guck mal, ist hier. Nein, da ist nur in Anführungsstrichen dieser Turm. Da können wir die vollständig geleert. Sieht doch so voll aus. Kann ich den da jetzt? Gut, wenn das so ist, ist das so. Was hat uns das Ding gebracht? Dann nehmen wir den noch mit. Also entweder haben wir hier tatsächlich in diesem Gebiet schon alles aufgedeckt, was es da aufzudecken gibt. Das kann natürlich sein. Also hier unten ist definitiv nichts weiter mehr gewesen. Hier haben wir auch so einigermaßen alles nachgeguckt, was war denn los? Ich habe die Versprecher schlechthin. So, okay, wir sind mit dem Teegarten fertig. Okay. So, Segel haben wir in 16 Stunden. Na komm, machen wir. Erst nicht lange überlegen, direkt ran. Das geht relativ zügig. Und ja. Sollte machbar sein. Achso, die Arbeitskräfte sind im Augenblick alle eingebunden. Ich verstehe. Der alte Turm und da geht das dann schon los. Ja, das ist ein relativ kurzer Sprung, das kriegen wir hin. Und dann müssten wir uns hier halt irgendwie hier runter begeben, hier irgendwie so lang und schauen, was es da eventuell hoffentlich noch zu entdecken gibt. Dinge, die ich mangels vielleicht des entsprechenden Wissens oder der Aufmerksamkeit, wie auch immer, übersehen habe. Dass wir das dann da nochmal halt alles abgrasen. Schauen wir mal, wie wir vorwärts kommen jetzt hier. So,
Wassertechnisch sind wir einigermaßen gut dabei. Oasis ist einerlei. Wind, Wind, Wind. Das hier nochmal. Soweit wie ich komme. Hier ist nichts. Ist das da hinten? Kann natürlich sein, dass das zu weit weg ist. Nee, wenn das was wäre, das ist weiter weg hier. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, eine unbekannte Ruine. Das sieht mir auch aus hier, wie diese Palettengeschichte, da wo man da Farben machen kann. Aber wenn da was wäre, dann müsste das entsprechend schon anklickbar sein und da ist nichts anzuklicken. So, gut. Dann kehren wir zu unserem Startgebiet zurück. Also wie gesagt, ich weiß nicht. Also findet er das jetzt wesentlich schneller? Ich gehe mal hier auf Normalgeschwindigkeit. Ist der schneller geworden als zu Anfang? Ich meine, wir haben jetzt da, weiß ich wie viel, immer noch eine leichte Hecklast. Na gut. Wir haben jetzt, Gott weiß ich wie viele Antriebssysteme hier dran. Wir haben jetzt da diesen komischen Propeller. Wir haben hier diese beiden Propeller. Paddel. Ja, ich habe jetzt hier schon wieder Leute, hier, ne, wir sind jetzt auf 8 Untätige runter, weil ich hier entsprechende Leute habe einbinden müssen. Und da natürlich auch. Und ja, ruppzupp sind die Leute wieder weg, die man sich so eifrig erst erkämpft hat. So, hier ist, oh, hier ist aber ganz viel Wasser, oh je. So, da ist, sehe ich schon. Achso, ich mach mal hier, ich gehe mal hier auf dreifache Geschwindigkeit. Wenn wir schon die Tour machen, dann so schnell wie möglich. Immer natürlich mit Blick auf unsere Versorgung hier. Ja, Kohle sehe ich hier viel. Ich sehe hier, ne, da haben wir Relikte abgegriffen. Wasser ist hier. Hm, das saugen wir so weg. Das ist wirklich wenig. Relativ viele Wasser, also was heißt viele Wasserstellen, auch schon so ein paar. Aber, das war mal am Anfang viel. Ich dachte, oh, guck mal da, 30 Liter, Wahnsinn. 55, boah, Reichtum. Liter wurde da auch schon eingesackt. Weil ich hier halt versucht bin, da die 55 Liter mitzunehmen. Noch so weit weg. Ja, also wie gesagt, der braucht immer noch ewig. Ja, und, oh, sorry. Aber jetzt. Der war, oh, da sind es immerhin schon mal 104. Ist mal nicht schlecht. Nur so, auf der Karte wird eh nichts angezeigt, was man noch nicht kennt. Weder Ressourcen noch andere Sachen. Und ja, gut, Grundstück, wie soll das auch anders gehen? Aber obwohl ich es, wenn man jetzt hier so versucht, ne, sich vorwärts zu bewegen, so der Sichtradius oder die Möglichkeit, hier die Kamera zu bewegen, halt auch stark eingeschränkt. Das ist jetzt, das war jetzt ja die Oase ist leer. Ist das so? Mal gerade Karte. Oh, okay, dann müssen wir oder sollten wir sogar ein bisschen so mehr in diese Richtung uns vorwärts kämpfen, damit wir hier dieses hintere Gebiet uns erstmal noch anschauen. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden, was für uns brauchbar ist. Das ist nur eine unbekannte Siedlung. Siedlungen brauche ich überhaupt nicht. Was ist das? Quarzmine hier schon? Niemand.
Kommt überraschend. Sollte noch weiter rübergehen. Habe ich da, ne? Also da habe ich schon mal die ein oder andere übersehen. Uralter Brunnen, kennen wir den? So, die Verbesserung, ja, den kennen wir. Gut. Das haben wir jetzt auch verbessert. Okay, einmal kurz pausieren. Einen Moment. Und die hohes Tempo. Wie viel Segel muss ich denn da bauen, um dass sie das irgendwie bemerkbar macht? Ich habe gar nicht genügend Leute, um das bewerkstelligen zu können. Gut. Flosse, sehr hohes Tempo, aber auch entsprechende Ressourcen, insbesondere hier mit Kohle und so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist eigentlich nicht so. Lagerung, erstmal uninteressant. Ressourcen. Ach ja, das wäre noch so ein Punkt. Ja, das wäre ein Punkt. Wir machen da, die brauchen, da brauchen wir 16 Stunden, da brauchen wir 32. Ich mache erstmal hier die Windmühlen. Ja. Kurz entschlossen. Wir sind ja auch noch ein Weilchen unterwegs. Ne? Das wird ja noch leider Gottes ein bisschen dauern. Also den Brunnen kennen wir schon. Hallo, weiter geht's. Hier hinten sehe ich nichts. So auf den ersten Blick, was an. Ansatzweise von Interesse wäre. Steht. Nur abbaubare Ressourcen. Da haben wir die Relikte gefunden. So, Moment. Den Vogel da mal ein bisschen rüber schicken, sonst kommen wir zu weit. Ja, so ungefähr. Das ist besser. Jetzt kommen wir hier zu weit raus. Jetzt sind wir recht auf dem richtigen Kurs. Das ist schon mal cool. So, dann Augen auf. Das ist eine Siedlung. Jetzt wird es dunkel. Ist nicht so cool. Ja, Wasser, Wasser. Ich meine, Wasser ist cool. Nicht das, was wir im Augenblick brauchen. So dringend brauchen. Also was wir schon brauchen, können wir schon. Prinzipiell. Aber im Moment sind wir einigermaßen versorgt. Da ist irgendwas. Das ist nur eine Siedlung. Ja, relativ großes Gebiet hier, ne? Also für diese Gegend, wo wir uns jetzt im Augenblick aufhalten, für diesen Abschnitt. Aber hier ist halt nichts. Die Ruine können wir dann noch plündern. Dann ist die Karte zu Ende, soweit ich das entdecken kann. Ja. Gut. Nehmen wir das noch mit.
Weil irgendwo müssen ja die Dinge noch sein. Also es kann ja nicht sein, dass wir... Oh, 4 Stück gefunden, immerhin. Kann ja nicht sein, dass wir... nichts übersehen haben. Es muss, ne, mir muss da was durchgegangen sein. Und wir können hier bei der Siedlung also wirklich nur Leute rekrutieren. Was ich im Augenblick ungern machen möchte. Kann sein, dass sich das irgendwann noch ändert. Im Laufe des ganzen Geschehens hier, aber jetzt erstmal nicht. So. Okay, wir haben hier den Rand erreicht. Da unten ist der Ursprung gewesen, ne? Da sind wir gestartet. Okay. Eine weitere Siedlung. So, hier erstmal nicht hin. Das haben wir geplündert. Da ist nichts mehr. Da ist ein Königreich, das wir schon kennen. Tja. Das ist etwas unbefriedigend. Mal so auszudrücken. Ich hoffe, dass wir gerade jetzt hier so, weil ich denke mal so am Anfang, wo ich noch so gar nicht Plan hatte, um was das hier geht und worüber man alles stolpern kann. Die Zähne auseinander. Was einem so alles widerfahren kann und was man so alles benötigt. Da kann man schon mal schnell was übersehen und mangels Aufmerksamkeit oder so auch schon mal das eine oder andere einem durchgehen. Aber dass man hier so gar nichts abgreifen kann. So, gerade so hier so in den unteren Bereichen. So zu Anfangs halt, ne? Etwas niederschmetternd. So, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Was so meiner Suche anbelangt. Was ist das? Das ist nur eine kleine Siedlung. Da haben wir Dickicht. Was vielleicht zu überlegen wäre, sich das mal näher anzugucken. Da vorne haben wir Wasser. Was haben wir hier? Ruine des Wandteppichs. Ja, die kennen wir ja. Da haben wir ja mit angefangen. Gerne noch mal schauen. Aber ich denke nicht, dass wir da irgendwas mitnehmen können. Ja, so. Ja, das kennen wir. Okay, gerne raus ist zurück. Also hier ist absolut auch nichts mehr. Hätte ja sein können, dass ich da vielleicht irgendwas übersehen habe. Und hallo. Ich glaube, bitte mal hin. Wir bräuchten ein bisschen Wasser. Siedlung. Na, da komme ich schon wieder nicht hin. Weiter geht es nicht. Wir haben die Windmühle. Oh, das ist schön. Wo will ich hin? Moment, Augenblick. Ich muss mal kurz intervenieren. Hilfe! So. Bleib du mal schön da. Und dann schauen wir mal nach den Technologien. Hier. So. Moment. Jetzt haben wir
gehandelt. Das ist erstmal auf Eis gelegt. Hier sind wir soweit durch. Ist auf den Ballone. Lagerung ist erstmal ja uninteressant. Ressourcen. Ah ja, genau. Der Wasserfilter. Wir hatten jetzt die Windmühle. Dann nehme ich jetzt noch die Wasserfilter dazu. Dann haben wir das auch. Oh. Ich glaube. Oh. Ja, wir können eh nichts mehr einlagern. Nein. Genau, wir machen da weiter. So, wir nehmen erstmal das. Tja. Also da hinten ist auf jeden Fall nichts. Das wäre der Bereich jetzt hier gewesen. Hier war Wasser. Unglücklich auf war. Das hilft uns erstmal wieder ein bisschen weiter. Da ist Dickicht. Das nehmen wir mal mit. Eine Reliktruine. Ich entdecke hier alles. Ne? Nur die Dinge, die ich benötige. Oh, das ist ein größeres Wasservorkommen. Das ist cool. Da sind die Relikte gefunden. Geschichte. Oh ne, ist Kohle vorkommen. Kohle brauche ich nicht. Hier war irgendwo ein Dickicht. Ja, und damit war es dann auch schon wieder. Mann. So eine Folge ist jetzt relativ schnell rum, wenn man Dinge einfach nur sucht. Gerade mal, aber hier ist auch nichts. Ne? Hier ist absolut tote Hose, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir hier überhaupt was finden. Also, ihr könnt schreien. Ich meine, ich höre euch zwar nicht, aber ihr könnt trotzdem schreien. Also, ich sehe hier nichts. Ne? Wir haben hier die Möglichkeit, da irgendwelche Farbgeschichten zu machen. Wir haben hier ein Dickicht, da haben wir, glaube ich, Kohle oder so. Das Königreich kennen wir. Wir haben hier alle möglichen Ressourcen. Wasser ist ganz gut. Auch hier hinten, da sind irgendwie Ressourcen. Da sind Ressourcen. Ich sehe hier aber nichts, was in irgendeiner Form auf Teile für ein wie auch immer geartetes Wunder hindeuten könnte. Das ist nochmal Dickicht. Okay. Was das Kohle vorkommt. Ich denke, das Dickicht, was hier war, das haben wir irgendwie komplett abgefrühstückt. Ich sehe es nicht mehr. Das ist eine Oase, die wir leer gemacht haben. Ich komme immer wieder irgendwie auf dieses Kohle vorkommen, weil das ist das Einzige, was ich hier noch sonst so sehe zum Anklicken. Eine kleine Siedlung. Ja, es bleibt dabei. Ich werde hier, glaube ich, so ein bisschen offscreen erstmal nochmal weitermachen. Weil wir haben ja schon bei dieser kurzen jetzt Geschichte gesehen, wir kommen hier nicht so wirklich voran. Und dann schauen wir mal. Okay, danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung, für euer aller Interesse. Das freut mich sehr. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich werde jetzt hier mal so ein bisschen offscreen weitergucken, um jetzt hier nicht so viel Zeit damit zu verbraten, hier nach Sachen zu suchen, die nicht da sind. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.